Servus YT bei eurem SCVA. Ich begrüße euch hier in einer kleinen Runde Clash of Clans. Ja, man glaubt es kaum, aber ich habe mich überwunden, das euch mal zu zeigen. Ja, das Ding habe ich auf meinem Handy am Stissel und habe mir das jetzt mal auf dem PC geschnubbelt, dass ich das euch mal ein bisschen so zeigen kann. Die Verhältnisse so im 16 zu 9 sind bei dem Spiel nicht ganz gegeben. Ist ja auch ein Mobile Game, ist ja auch egal. Ja, wie auch immer. Das ist Bams, weißt du? Ich sag nur Bams. Ja. Bin Level 7,8 hier. Und in einer ganz gediegenen Liga hier, keine Ahnung, Kristall 2. Und ich möchte euch bloß mal so im Groben zeigen, was hier so Sache ist. Und damit kann man so toll seine Bogen bauen. Und kann tolle andere Bogen angreifen. Wir haben hier einen tollen Clan. Ach, alles heute ist alles so toll, weißt du? Also erstmal hier so mein Profil, weil er mich irgendwie hier so ein bisschen stalken wollte. Könnt ihr tun. Ich bin noch ein bisschen Kriegssterne-Neuling. Und hier Clan War Neuling bin ich noch. Aber das kriegt man hin mit unserem Clan hier. Das ist es, das Dings da hier. Wie heißt Dings da? Dings da, ja. Beschreibung für alles ist Dings da. Ihr seht schon, wir sind hier ein Ü-Clan, Ü18-Clan. So ein bisschen Spielspaß, Spannung und Freude sind gegeben. Wenn ihr mitmachen wollt, Bewerbung könnt ihr ja schnubbeln. Hier seht ihr alles, was ihr da zu beachten habt. Und ja, was für Menschen haben wir da hier so drin? Ein Wiesel, Farbsomat, Steffen, Steve Pity, Patrick Loki, mein hier, wo ich gelernt habe. So ein bisschen, der Loki, der Tommy und so. Simsalabim, auch dabei. Cäsar, Paul und so weiter und so fort. Ganz viele Menschen, ganz viele Katzen. Und ja, was man hier so machen kann, werde ich euch zeigen. Und nochmal eine Info für die ganzen. Es gibt auch Leute, die das Game, das Suchten, Call of Duty Sucht auf dem PC, das Game nebenbei auf dem Handy, die kennen sich schon ein bisschen aus. Deswegen werde ich jetzt hier nichts erklären. Das ist einfach nur, wenn ihr es nicht kennt, das müsst ihr einfach erlebt haben. Müsst ihr erlebt haben. Und ja, ich habe jetzt so in den letzten paar Minuten meine Kaserne alles hier ein bisschen geboostet. Und habe da ganz feuchtfröhliche Angriffe gemacht. Hier nochmal schnell eine Anfrage hier, Bams. Für die Clan-Members mir irgendwas zu schicken. Irgendwas schickt mir irgendwas. Mage-Bogies ist irgendwas. Ist mir egal. Oh, was haben wir hier? Farmerama. Terrymax. Kriegt ein paar Mages am Stissel. So, genau. Ich habe hier. Oh, den Verteidigungslog wollen wir gar nicht sehen. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie. Ich bin noch nicht so richtig. Bin noch nicht so richtig reingekommen hier. Mit meinen Bases so ein bisschen das Ganze fertigzustellen. Meistens waren es auch ziemlich übertriebene Angriffe. Ich zeige es euch mal lieber nicht. Wollen wir auf das Positive sehen hier. Und zwar, Bams, Angriffslog. Alles grün, alles übste Läge. Hier, 99% vor dem Update, was jetzt rauskam. Ich würde es euch gerne zeigen, wie ich da gefehlt habe und ja, warum ich gerade auf den Gegner gegangen bin. Obwohl da nichts zu holen war. Obwohl da nichts zu holen war. Und 99%. Ich könnte kotzen. Ja gut, was wollen wir da mal zeigen hier? Was haben wir da mal was schön Schnuppeliges vorbereitet? Ja, hier bin ich, glaube. Ja, hier bin ich auf dem Rathaus 9er gegangen. Hab mir gedacht, hey, guckst du mal links bitte, den Loot, den es hier gibt. Oh mein Gott, 500.000 Gold. Da, Elixier, 500.000 und 3. Von dem schwarzen Gebubbel. Ich bin ja erstmal eiskalt reingerannt, bin beim Maulbrecher und dickes Golem am Stissel und habe meine Valkyren, die ja nach dem neuen Update richtig fritöse sind, erstmal in die Basis reingehauen. Hat ganz gut geklappt, weil normalerweise hast du so einen richtig fetten Fail, dass die alle außenrum gehen, wenn du es nicht schaffst, in die Base rein. Und dann sind die Valkyren nämlich am Arsch. Ja, hier hat es ganz gut geklappt. Mit dicksten Pekka noch hier reingeschnüppelt und alles ein bisschen tot gemacht. Ja, ihr hört schon an meiner tollen Aussprache. Ich bin nicht ganz der neueste Mensch in dem Gebiet hier. Wenn ihr euch gerade fragt, was labert der? Ja, müsst ihr euch einfach mal ein bisschen mit Clash of Clans beschäftigen. Vielleicht, wenn das Video hier, keine Ahnung, mehr als 5 Likes kriegt, dann werden wir das öfter mal machen. Das könnt ihr entscheiden und ja, was wir einfach so vorhaben heute ist, einfach mal so ganz gediegen hier ins Game reinschnuppeln. Ich habe ein bisschen, gefällt ist es, ich habe eigentlich nie gefällt, weil ich bin Rathaus Level 8 und der ist Level 9. Das heißt, ich habe noch Luft nach oben und habe quasi jemanden angegriffen, der schon ein bisschen höher ist. Weil ja, die Augen waren wieder mal sehr groß.
Und ja, das Elixier hat gelockt. Also muss man aber sagen, da kam einiges rein. So, das geht jetzt noch zu Ende hier mit dem Pekka. Da tut noch ein Tüdel da in der Flugabwehr da ein bisschen tot machen. Ein 50% hab's. Bin gerade so über die 50% kommen, 2 Sterne geholt, 17 Trophäen läuft bei mir. Hier seht ihr das Dennis Setup. Habe ich nochmal, das war so mit der Altländer der erste. Der erste Rush von dem Ganzen hier, von den Angriffen mit den Valkyren. Das war noch hier, der unten hier. Warte mal, guck mal hier. Unten hier, 9er. Genau, mit 9. Dann habe ich gemacht hier so ein auf übers Brutal. Bin ich mit 10 reingegangen. Was haben wir hier? Was haben wir hier gefehlt? Haben wir gefehlt? Oder haben wir das ganz gut gemacht? Ich mach mal auf 2. Ich will es euch einfach mal bloß ganz kurz zeigen. Hier, Bams, erste Mauerbrecher. Wahl. Weggeschnubbelt, dann den zweiten. Dickst hier Golems rein und habt ihr nicht gesehen. Alter, ist das übelst hier. Ja. Ich bin ein bisschen zu aufgedreht. Tut mir leid. Hatte ich noch 2 Golems? Kann das sein? Ja, hier ist noch 2 Golems, ein paar weniger Valkyrien. Ging eigentlich auch nicht schlecht. Und hier hatte ich das erste Mal gedacht, Valkyrien gehen außen rum? Nee, gehen doch in die Mitte rein. Da kann ich nochmal vom Glück sprechen, weil wenn die hier alle mit dem King mitgehen, dann das bringt gar nichts. Und die haben sich schön ihren Weg reingebohrt in die Base und haben alles niedergebrakelt, was es so gibt. Und ja, dann lief's. Dann lief's, Rathaus war down in der Mitte, haben sie sich rumgedreht wie wilde und ja. Gut, das haben wir auch gemacht. Ihr habt nicht ganz alles tot gemacht, da glaube ich. Und ja, was ich jetzt nochmal als letztes zeigen wollte, was ganz Gemütliches. Und zwar schön 34 Sterne, Alter. Ja, nee, das kann ich euch nicht zeigen. Oder soll ich das halt zeigen? Das ist ja mein erster Rathaus Level 11er, habe ich down gemacht. Guckt euch mal diese Scheiße an hier, was der fabriziert hat. Ei. I'm at Boom Beach. Achso, er spielt jetzt ein anderes Spiel und hat sich gedacht, naja, lässt mal ein bisschen Loot für die anderen Menschen. Ich bin natürlich so reingestürzt im Sinne von alles gesetzt, was es gab. Kurz vor knapp nochmal ein Heilsaber rausgeschnuppelt, um die ganz kleine süße Base hier unten wegzubohren. Ihr habt jetzt schon, der Inferno hier ist down, denn diese Ampus-Dinger da. Du weißt, wie sie heißen. Du weißt, wie sie heißen. Tut es nicht so, als würdest du die wissen, ja? Du weißt ganz genau, wie das heißt. Ich weiß es gerade nicht, egal. Und, ja gut, was hier oben ist, ich schon mal gedacht habe, naja gut. Ein schönes Geschenk mit 34, mit 34, Trophäen am Ende. War nämlich sogar, bin ich gerade so ein bisschen auf Trophy-Jagd, keine Ahnung warum, aber ich mach's einfach mal. Hat nie wirklich Sinn, aber einfach mal so ein bisschen rumruhen, weißt du? Bams, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal hier. 34 Trophäen, Alter, hat schön verkackter Typ. Ja, das war's jetzt schon im Groben hier. Oder mache ich jetzt noch was? Mache ich jetzt noch was? Was denn? Das verschnimmelt für einen Live-Angriff? Ich mach noch mal. Ich bin jetzt auf dem PC. Aber. Ups, wollte ich nie. So. Ich spiele jetzt auf dem PC am Start, das heißt, mit der Maus ist das Feeling nicht ganz so sexy wie mit dem Handy, mit dem Smartphone, weißt du wie. Aber, na gut, haben wir jetzt schon alle Heilzauber hier fertig für einen ganz gediegenen Hammer. Hammer, Hammer. Die haben wir noch nicht fertig. Aber der wird, denke ich mal, jetzt nicht gleich fertig werden. Wo ist mein King? Wo ist mein King? Da ist er. Gut, der schläft hier. Und ja, genau, was ich sagen wollte. Heute ist ein Update rausgekommen hier. Sexy, warte mal. Was ist das? Erfolge, Goldlager, bla. Ich wollte euch das zeigen. Sag mal, bin ich wo? Hier. Spielbare Belangsaktualisierung Mai 2016. Zauber werden zweimal schneller gebraut. Zweimal so schnelle Ausbildung für Drachenhexen und Mauerbrecher. Dreimal so schnelle Ausbildung für Golems, Lavahunde und Pekka. Stark reduzierte Regenerationszeit für Helden. Schnelle Ausbildung für Ballons, Magier, Heiler, Valkyren und Bowler. Oh shit, Leute, das heißt, du kannst jetzt mal richtig fett mit dicksten Angriffen hier rumrollen und ja. So. Hammer's. So, jetzt egal, was mir jetzt hier vor die Flinte läuft, das wird platt gemacht. Egal was. Okay, das nee. Egal was, ja. Egal was. Was kann denn das? Du bist doch schon in Rathaus 9. Ach nee, du bist blöd. Dich mag ich nie. Ja, gut. Wenn man jetzt hier so mal ihn finden würde, so pff, mal ganz spontan. Was bist du denn für einer? Ich habe Angst vor dir.
Nee, für dich gibt es auch nicht genug Zeug. Ja, ich könnte natürlich auch raus. Soll ich es rausschneiden? Die Suche von Gegner? Jetzt müssen wir jetzt noch 10 Jahre hier warten. Alter, was hat denn der für Zeuge? Oh, der Witz. Gut, dann mache ich mal fix einen. Upsala. Ja, das wollte ich. Fix einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Live. Warte, gleich kommt's. Alter. Live an. Und. Ach, scheiß drauf, ich greife jetzt an, ey. Meine Herren, ist mir egal, ob ich jetzt lose hier. Ich bin Moses. Ich darf das. Warte, wo fangen wir an? Ach, weißt du was? Rutsch mal hier rein. Machen wir mal schön hier Bam Bam Bams. Unser King. Ach, keine Ahnung. Klaren Truppen raus. Warte. Mauern brechen, weil wir es können. Und nochmal, weil wir es können. So, Valkyrien raus. Das alles raus. Übelst gefehlt hier. Scheiße. Oder? Ne, die gehen rein. Super. Ja, dann machen wir ein bisschen Booting hier. Komm. Den ersten Hals, aber dann mach ich mal raus. Komm, wir haben genug davon. Oh Mann, hier so rumgeizen hier. Oh, die Valkyren fliegen, das ist nicht schön. Das sehe ich gar nicht gerne, wenn meine Ladies hier flöten gehen. Aber ich bin schon ganz gut drinnen hier. Oh, das ist sogar ein Rad, das 9er, das sehe ich gerade. Ja gut, dann möchte ich mal schnell Richtung Rathaus gehen. Oh, jetzt bin ich drin hier. Bams, jetzt gibt es erstmal schön Geschnetzel hier. Auf dem freien Mann, der Pekka treibt sein Unwesen dort hinten am Bogenschützenturm. Und die Valkyren toben sich hier in der Base aus und fangen schlüpfen die klaren Base und alles hier. Alter, die können übel einpacken, die Typen. Übel einpacken können die. So, haben wir nochmal fixen Zauber raus. Ja, weil wir es können. 10% haben wir. Würde ich gerne mal auf die 50 gehen. Habt ihr noch was für mich? Habt ihr noch was für mich? Oh, komm, komm, komm. Macht da was für euer Geld. Die Valkyren vergehen sich jetzt am König. Na gut, sind wir mit 43% ganz gut weggekommen. 1385 Bubbles in Black. Und naja, am PC ist ein bisschen rubbelt die Katze spielen. Und ich denke mal, das war es erstmal für die erste Folge. Wenn ihr noch mehr sehen wollt und dieses Video über 50 Daumen gekriegt, dann seht ihr noch mehr davon. Also in diesem Sinne, ja. Was das ist mit Clash of Clans. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mit, upsala, wo bin ich denn hier hingelangt? Wenn ihr mit in unseren Clan wollt, dann seht ihr hier. Könnt ihr Anfrage stellen mit Bewerbung und so, tralala. Wisst ihr Bescheid? Rubbel die Katz, bis zum nächsten Mal. Steve Pedi. Bam, bam, bams.